Und weiter geht's mit Der erste Kaiser. Luoyang ist soweit fertig aufgebaut und wir freuen uns schon auf die nächste Mission. Die Versuche, die elenden Xiongnu mit üppigen Seidenstoffen und anderen begehrten Waren im Zaum zu halten, waren nur von mäßigem Erfolg gekrönt und werden von Seiten unserer Regierung stets als Schwäche ausgelegt. Die Versuche, ihre Lager zu finden und das Problem an der Wurzel auszurotten, sind jedoch noch mühseliger, da sich die Nomaden schnell wie der Wind fortbewegen, wesentlich schneller als unsere mächtigeren, aber schwerer beladenen Armeen. Es scheint, als bestünde die einzige Lösung darin, die lange Mauer fortzusetzen und sie so hoch und breit zu bauen, dass sie von den Pferden der Barbaren nicht übersprungen werden kann. Sie sollen an der Seidenstraße im Westen der großen Biegung des Gelben Flusses an einem Ort namens Jia Yuguan eine Siedlung bauen und die große Mauer weiter nach Westen erweitern. Das Wetter ist hier trocken und die Regengüsse sind unberechenbar. Es ist ratsam, für den Fall von Missernten einen angemessenen Vorrat an Lebensmitteln einzulagern. Die Hügel und Felsen bergen allerdings Eisenerzadern. Jetzt kann mit dem Einsatz eines neuen Schmelzverfahrens, das größere Hitze und folglich größere Mengen an Brennholz erfordert, ein neues Metall, nämlich Stahl, erzeugt werden, das sogar noch härter als Eisen ist. Mit mächtigen Stahlschwertern bewaffnete Truppen haben schärfere Klingen, mit denen sie alle Feinde zerschmettern können. Und wir brauchen sie unbedingt, um dementsprechend natürlich auch dafür zu sorgen, dass diese Bösewichte nicht weiterkommen und die Mauer nicht erklimmen können. Auf geht's, wir gehen zur Stadt, das kennen wir ja jetzt schon. Spiel speichern unter LP01 und wir sind in einem sehr ekligen Gebiet. Also wirklich, Trockenheit ist nichts, es gibt nichts Schlimmeres, das kann man nicht anders sagen. Es ist sehr schwer, hier irgendwo überhaupt irgendwelche Farmen zu errichten. Wir werden wahrscheinlich erstmal auf Tierfang gehen, weil es bei der einen oder anderen kleinen Oase dann doch noch ein paar Saiga-Antilopen gibt. Die werden wir nutzen, die werden wir töten müssen, wir haben Hunger. Und wir werden dann hier noch versuchen, ein kleines Farmgebiet zu errichten. Regengüsse sind selten bis gar nicht unterwegs. Holz. Holz sieht schlecht aus. Holz kriegen wir im ganzen Gebiet nicht. Das müssen wir wahrscheinlich irgendwo anders herholen, das heißt importieren. Und wenn wir weiterhin Handel treiben wollen, können wir es nicht mehr über Seide tun, sondern nur noch über geschnitzte Jade aktuell. Das heißt, da müssen wir uns noch andere Handelspartner suchen und gucken, was die Gegebenheiten hier sind, beziehungsweise was uns die Landschaft hergibt. Schauen wir mal ganz kurz, wir haben einen Stahlschmelzofen, vielleicht brauchen wir gar kein Holz dafür. Der macht bestimmt Stahl einfach so fertig, das wäre schon mal schön. Und Werkstätten haben wir, Brennöfen, Ton können wir selber herstellen, das heißt Keramiken etc. pp. Wir haben Salz, das wir ebenfalls abbauen können, das heißt schon mal zwei Nahrungsmittel, die einfach so kommen, Fleisch und Salz. Und dann brauchen wir bloß noch ein oder zwei Farben, um dementsprechend auch hier noch eine dritte Nahrungsmittelart hinzubekommen. Gehobene Wohnungen wird schon ein bisschen schwieriger, dafür müssen wir tatsächlich dann auch mehr importieren an Essen, auch wenn wir zwei verschiedene Nahrungsmittelarten haben. Und das Hanffeld gibt es auch, sodass wir dann eigenen Hanf produzieren können. Immerhin. So, und jetzt, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich bin noch relativ unentschlossen, ich weiß es wirklich nicht, wo wir uns niederlassen. Auf jeden Fall hier unten und dann nach rechts hin die Häuser. Wir können ja nicht allzu weit von den Grünen weg. Wir müssen ja auch irgendwie unsere Oasen, unsere Zisternen, unsere Ziehbrunnen hinstellen. Vielleicht könnten wir die Leute aber auch eher hier so anpflanzen. Das wäre nicht schlecht. Hier unten gibt es auch Eisen. Schwierig. Also dann doch lieber da. Aber hier kommen nachher die ganzen Farmen hin. Es ist schwer. Es ist echt schwer und ich habe Angst zu versagen in dieser Mission. Aber wir kriegen das hin. Fangen wir an mit einer kleinen Wohnsiedlung, die wir ja so oder so brauchen. Einmal bitte einen Marktplatz. Wir werden sehen, ob das Richtige war, die Leute hier unterzubringen. So, der Marktplatz steht. Daneben kann gleich ein Ziehbrunnen. Sehr schön. Dann brauchen wir unsere ganz normalen Häuser. Eins, der Wind bläst, aber auch zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, dann einmal rüber. Perfekt, neue Gebäude.
Und dann steht das erste Wohngebiet schon mal. Die Leute können schon mal einziehen. Das ist ganz gut. Wir haben noch einen Wachposten, einen Inspektorenturm. Wir haben einmal die Kräuterhändler und die Akupunkteure, die sich nirgendwo hinsetzen lassen wollen. Die wollen Gras haben. Ja, nee, ist nicht. Hin da. Einen Wachturm bauen wir ebenfalls noch hin, nur zur Sicherheit. Ja, und das andere Wohngebiet könnte hier im Prinzip parallel dazu stehen. Ist jetzt die Frage, will ich das? Benötigte Mitarbeiter. Es könnte sein, dass die Steine dann im Weg sind. Könnte man das lieber so noch entlang bauen? Dann würden die in beide Richtungen gehen. Warte mal, dann machen wir das gleich so. Ist ja noch besser. Jetzt sind wir wenigstens am Gras dran. So, den Marktplatz brauchen wir. Oh, und ich muss mal ganz kurz gucken, was sind unsere Aufgaben? 4 Handelspartner, große Erdmauer und Jahresgewinn von 2000. Na gut, beides sollte irgendwie möglich sein. Oder alle 3 Dinge sogar. Marktplatz, einfacher Marktplatz. 1, 2, 3. Straße lang ziehen. Oh, hier hinten wird schon knapp, siehst du? Da kommt so langsam die Mauer, die im Weg ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sind doch jetzt 8, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Okay. Erstmal eine Straße ziehen. Gute Idee. Dann werden hier auch noch Häuser lang gebaut. Und dann haben wir schon mal genügend Einwohner, um dementsprechend das ein oder andere zu bauen. Das ist doch völlig okay. Ja, die Oase hat hier keinen Bock. Kann ich verstehen, ist ja auch ziemlich unwirtlich, das Land. Ja, wobei unwirtlich nicht unwirklich heißt. Mit K, wie Kaufmann. Kaufmann ist schlecht. Wir nehmen also unwirtlich, da man es nicht bewirtschaften kann. Mit T wie Theodor. So. Ach, ein Tempel muss ich auch noch bauen. Ja, kommt später. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 5. Reißen wir den Brunnen nochmal ab, bauen den woanders hin. Oh, Leute. Ja, was für ein Ärger. Was für eine grausame Natur sich uns hier entgegenstellt. Da kann nichts stehen. Aber zumindest einen weiter würde ich es gerne haben wollen. Ist nicht möglich. Na, ist egal. Wo ist der Tempel? Da. Bitteschön. Arbeitskräfte fehlen, Arbeitskräfte kommen. Und wir werden jetzt schon mal dafür sorgen, dass unsere Leute Nahrungsmittel bekommen. Das heißt, wir ziehen Straßen weg. Einmal rüber bis zum Salz. Machen wir nachher. Jetzt machen wir erstmal hier eine Sperre mit rein. Die Mühle kann dann auf halbem Weg stehen, sodass die von überall rankommen. Wir haben gleich schon kein Geld mehr, wir müssen uns beeilen. Ja, und die Frage ist, wo kommen die Leute einfacher ran? Hier. Dann steht sie hier. Dann bauen wir hier nämlich auch noch einmal ein Abgang. Gut. Wir brauchen auch hier noch einen weiteren Inspektorenturm. So, da steht soweit alles. Dann brauchen wir entweder Salz oder Jägerzelte. Wobei die Jägerzelte jetzt, glaube ich, als erste schon ganz gut wären. Wir müssen die Straße bis zum Salz ziehen.
Also können wir auch hier drüben die Jägerzelte mit errichten, das ist völlig okay. Eins, zwei, drei. So, drei Stück dürfte erstmal reichen. Um alles andere kümmern wir uns später. Jetzt kommen die Farmen. Wir reißen die ganze Straße hier weg. Die steht uns nur im Weg. Genauso wie Bäume. Brauchen wir nicht. Sind hier nicht mehr notwendig. Und ich werde versuchen, mit den Bewässerungsanlagen vielleicht noch ein besseres System hinzubekommen. Aber ich hoffe, es funktioniert. So, speichern wir erstmal unter LP02 und unter LP03. Hat folgenden Hintergrund, dass wir jederzeit zu 02 zurückspringen können. So, wir brauchen unsere Bewässerungsanlage. Dann brauchen wir die Farmen. Wobei wir jetzt erst einmal auf Hanf gehen. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Dann kommen die Hanffelder gleich mit ran. Jetzt brauche ich erstmal unsere Straßen. Ich hoffe, das geht so mit dem Graben. Eigentlich müsste es gehen. Wir werden sehen. Hanffeld. Gut, mehr geht eh nicht. So, und dann müssen wir den Graben einmal rumziehen. Okay, nicht schön, aber selten. Sag ich relativ gerne und relativ häufig. Wir speichern noch einmal unter LP03 und lassen jetzt erstmal die Leute in die Stadt kommen. Wir könnten auch noch ein Bauernhaus mit dazu bauen. Das könnte hier stehen. Oder noch einen weiter. Noch einen weiter ist besser. Hier kommt Hirse. Halt, erst die Straße. Das ist ein Feld. Straße. So, Hirsefeld. Wird ja sowieso spät angepflanzt, das ist okay. Bewässerungsgraben. Okay, der Bewässerungstypi wird das alles gleich fertig machen. Dauert nicht lange. Es müssen nur noch mehr Leute in die Stadt kommen. Und dann haben wir schon mal zwei Nahrungsmittelarten. Sollten wir dann noch ein paar Arbeitskräfte übrig haben, wovon ich natürlich ausgehe, dann werden wir auch Salz abbauen. Aber mit zwei Nahrungsmittelarten haben wir erstmal ein bisschen was geschafft. Mühle ist ja auch noch relativ weit weg vom eigentlichen Geschehen. Du passt auf, dass hier nichts kaputt geht. Das ist schön. Hier drüben kann nichts kaputt gehen. Gut. Und es passen noch zwei, drei Farmen mit dazu, sodass wir, glaube ich, unsere Leute allein schon durch die Landwirtschaft relativ gut versorgen können. Dann haben wir auch vier Nahrungsmittelarten, dann ist das auch in Ordnung. Dann sehe ich auch keine Schwierigkeiten. Bei dem Wasser sagt er nee. Das ist aber komisch. Ja, hier kann man es gar nicht errichten. Hier ist totale Dürre. Der Bewässerungsgraben muss einfach funktionieren. Gut, speichern wir. War doch schon mal ein guter Fortschritt. Setzen wir die Zeit voran. Ich
brauche Arbeitskräfte. Davon auch noch jede Menge. 153 Arbeitskräfte. Das wird eine ganze Weile dauern, bis alle da sind. Aber die erste Hanffarm hat ihren Betrieb aufgenommen. Und je mehr Arbeitskräfte wir haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie heute noch loslegen. Was heißt heute noch? In diesem Jahr. Der Wasserträger läuft jetzt einmal rum. Sorgt dafür, dass die Leute weiter wachsen und dann noch mehr joinen. Der hier drüben braucht noch eine Weile. Wir brauchen noch 140 Arbeitskräfte. Wasser wird schon mal überall lang gezogen. 15% Fruchtbarkeit ist furchtbar, ist desaströs. Anders kann man es gar nicht nennen. Aber ich hoffe ja, dass dieser Bewässerungsgraben einiges wieder aufhält. Dass es wirklich dann auch zu einer erhöhten Fruchtbarkeit kommt, trotzdem eben keine Möglichkeit gegeben sind. Keine Möglichkeiten. Hier gibt es nicht mal jemanden, der mit dem Wasser durch die Gegend läuft. Das wird es gleich geben. Ihr habt jetzt 4 von 18 Arbeitern. Wow, ich bin ja begeistert. Und sie gehen auf die Felder. Na, die Leute müssen noch relativ weit laufen bis zur Mitte der Karte, bevor sie dann endlich in ihre wohlersehnten Häuser, langersehnten Häuser reinkommen. Der erste Wasserträger ist unterwegs. Sorgt dafür, dass die Häuser hier auch schon mal größer werden. Und demnächst werden wir auf Landwirtschaft umstellen. Dass landwirtschaftliche Gebäude immer ihre Leute haben. Wir lassen die noch ein bisschen durchlaufen, dass noch mehr Leute einziehen können. Und damit ist die Landwirtschaft in der obersten Priorität. Auch wenn du jetzt eigentlich schon gar nicht mehr läufst. Aber du läufst trotzdem noch durch die Stadt. Dann bin ich zufrieden. So ist gut. Die Felder werden bewirtschaftet. Wunderbar. Dann bauen wir jetzt auch gleich noch ein weiteres Bauernhaus für Hirse. Ja, doch, so ist okay. Eine Straße mit ran. Hirsefelder. Bewässerungsgräben. Okay, damit haben die Farmen an sich auch einen größeren Radius. Sieht sehr interessant aus. Und wir müssen weniger Essen importieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir jetzt tatsächlich 3 Nahrungsmittelarten haben, dann wird es richtig aufwärts gehen. Wie sieht es aus mit der Arbeitslosenquote? Okay, wir haben noch sehr viele Stellen, die unbesetzt sind. Unter anderem natürlich auch der Wasserträger wieder. Aber da müssen wir jetzt einfach mal durch. Was sagt die Mühle? Die Mühle funktioniert gar nicht, sodass die Leute ihr Essen dort gar nicht mit hinbringen können. Keine Fleischeinladung möglich. Wir brauchen auch noch ein Lagerhaus für Hanf. Wir brauchen so viel. Pflanzt ihr mal Hirse an. Allein 135 Leute arbeiten in der Landwirtschaft. Gerade mal 4 Leute sind jetzt in der Sicherheit. Oh oh. Wenn da mal nicht was zusammenkracht, das war vielleicht keine gute Idee, die Landwirtschaft jetzt mit der obersten Priorität zu unterstützen. Der Stadt mangelt es an Nahrung. So, immer mehr der Infrastruktur wird wieder laufen und funktionieren. Wir warten nur auf Leute, dass der Ziehbrunnen wieder funktioniert. Der Stadt mangelt es an Nahrung. Feuer in der Stadt. Ganz klar, wenn hier keiner wohnt, kann auch keiner arbeiten und Gebäude löschen.
Bevölkerungszahl 500 Personen erreicht. Geschwindigkeit wieder runterdrehen. Wie viele Arbeitskräfte haben wir jetzt noch? 4 nötig. Gut. Das heißt, das Gröbste ist jetzt tatsächlich geschafft. Wir haben es überstanden und können unsere Waren irgendwo einlagern. Hirse wird gerade abgebaut, sodass wir die auch gleich in die Mühle reinbekommen. Und Hirse und Fleisch setzen wir jetzt beides mal auf 12. Das sind im Moment unsere Hauptgüter. Dann brauchen wir ein Lagerhaus. Das Lagerhaus reiße ich wieder ab und stelle es lieber hier mit hin, näher an die Bevölkerung. Hier brauchen wir Hanf bis zu 16 und Keramiken bis zu 16. Das wird denen hier drüben nicht gefallen, aber das ist mir relativ egal. Die brauchen noch Wasser. Die haben jetzt Wasser bekommen. Ziehen noch weitere Leute ein? Ja, es sieht noch ganz gut aus. Hier sind immer noch Leute unterwegs. Es fehlen immer noch Leute, die für uns arbeiten können. Und unsere Arbeitslosenquote ist gerade mal bei 6%. Meine Lieben, ein guter Start für ein neues Projekt. Wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder. Auf geht's, bis gleich.